So, wir haben jetzt hier den Dirk vom Pinion-Stand und er wird dir euch mal ein bisschen was erklären über den Motor mit Pinion-Getriebe. Hallo Leute, hallo, genau. Ich bin Dirk, ich leite das Marketing und bin verantwortlich fürs Design bei Pinion und ich bin sehr happy, euch hier eine Weltneuheit vorstellen zu können. In dem RX 1000 von Rotwild ist die neue Pinion MGU verbaut. MGU steht für Motor Gearbox Unit und das bedeutet, wir vereinen Motor und Getriebe in einer kompakten Einheit. Es ist ein Full-Power-Motor mit vergleichbar 85 Newtonmeter Drehmoment und bis zu 12 Gängen in einem kompakten Gehäuse. Das ganze Bauteil wiegt 4 Kilo, ist zentral und tief im Schwerpunkt und im Vergleich zu anderen ist einfach keine störende Kassette. Riesige Pizzascheiben und Laubfänger bis zum Boden gehören der Vergangenheit an. Und das bedeutet, das ist eine neue Ära für das EMTB. Du schaltest im Stand, während der Fahrt und unter Volllast. Wir haben sogar teilautomatisches Schalten mit Pre-Select. Fährst du in den Trail rein, coastest den Trail runter, konzentrierst dich drauf und das System schaltet automatisch für dich für die verschiedenen oder sich ändernden Geschwindigkeiten. Wenn du anhältst, schaltet das System automatisch in den von dir vorgesehenen Startgang. Das ist natürlich alles optional. Mit der beigefügten App stellst du deinen Motor und die komplette Schaltkulisse auf deine Bedürfnisse ein. Wählst den Startgang, sagst, wie viel Punch du im Motor haben willst, in welchen Bereichen. Das System verfügt über 4 Unterstützungsmodi, davon sind 2 progressiv. Das heißt, sie passen sich deiner Intensität der Krafteinleitung an und auch das, was du am Trail damit erreichen willst. Und Rotwild ist einer von 9 Launchpartnern, die jetzt die neue MGU haben. Akkugrößen gibt es bis zu fast 1000 Wattstunden. Das ist ein 960er Akku, der hier verbaut ist. Das Ganze gibt es noch in 500 oder genauso in 700 Wattstunden. Bei einigen Herstellern sind sogar Range Extender und damit Gesamtkapazitäten bis 1400 Wattstunden möglich. Ich habe noch mal kurz eine Frage. Und zwar, wir haben ja jetzt hier keine Schaltung dran verbaut. Und ist das quasi was, weil im E-Mountainbike-Bereich, du hast viel Drehmoment, viele Leute verschalten sich öfters mal. Das heißt, schwerer Gang, starker Modus im E-Motor und dann haut es dir in die Gänge durch. Das heißt, das kann dir hier mit dem neuen Pinion-Getriebe nicht mehr passieren. Exakt, genau. Also diese ganzen Dinge gehören der Vergangenheit an, weil einfach Schaltung und Motor nicht mehr gegeneinander arbeiten. Sie sind eins, sie sind zusammengeführt auf eine Einheit, die ist aufeinander zuentwickelt. Unsere sehr bewährte und absolut verschleißfrei laufende Getriebetechnik ist kombiniert mit zahlreicher Sensorik, eigens entwickelter Sensorik und einem Motor, der halt sich genau auf den Schaltvorgang fokussiert. Dadurch wird es möglich, halt auch unter Last und halt auch mehrere Gänge auf einmal zu schalten. Wir schalten natürlich elektrisch über den Trigger am Lenker, aber wie eben schon gesagt, auch teilautomatisch. Und diese ganzen Verschaltungen und das laute Knallen, was dann auch definitiv auch mal zu einem fehlenden Zahn in deiner Kassette führt, inklusive Kettenabrissen, weil einfach zu viel geschaltet wird, sind Schnee von gestern. Kannst du uns noch mal kurz den Trigger zeigen am Rad? Na klar, schaut euch das mal an. Also hier, das System ist jetzt im Moment noch nicht eingeschaltet. Ich könnte es mal gerade starten. Dann erscheint auf dem Display direkt das Hallo. Und die MGU schaltet in den Startgang. Und wenn ich jetzt hier an den Trigger den Daumen anlege, der ist angelehnt an traditionelle Daumenschalthebel, schalte ich halt hier in jedem Gang super schnell durch. Und jedes Mal, wenn ich hier klicke, ist der Gang direkt eingelegt. Das heißt, ich pedaliere nicht mehr in den Gang hinein, ich muss die Kette nicht mehr auf ein anderes Ritzel oder runter bewegen, sondern in dem Moment, wo ich den Trigger drücke, ist der Gang bereits eingelegt. Das führt eigentlich zu einem Schaltverhalten, entweder ganz sanft und smooth, oder halt, wenn du es richtig drauf anlegst und unter Last schaltest, wie Rallye schalten. Bam, 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 bam. Das heißt quasi auch für Leute, die gerade EMTB-Rennen ist ja gerade so ein Thema, es kommt jetzt immer mehr. Ne? Es gibt ja die EBS also, ne? Und auch für Rennfahrer ist das quasi dann was Vernünftiges. Ja, ich denke, da werden ganz viele ihren Spaß mit haben. Wie gesagt, man kann aufgrund einfach, wie man mit dem Rad agiert und in welchen Situationen man schaltet, im Prinzip alles ermöglichen. Du kannst nach wie vor sehr versierte Fahrer können sehr, sehr gut vorausschauen fahren und das System auch sehr, sehr schonend durch den Wald bewegen. Aber selbst wenn du es mal drauf anlegst und alles aus dem System rausholen willst, ist ein Schaltvorgang unter Last nicht sofort damit verbunden, dass ich denke, oh, hoffentlich ist da jetzt nichts passiert. Und das Beste ist natürlich, dass dir komplett, also bis zu 600 Gramm am Heck fehlen, was dann auch nochmal auf die Performance des gesamten Hinterbaus eingeht. Das heißt also, ich habe hier eine Hinterbaukinematik, gerade die sowieso schon bei Rotwild ausgezeichnet ist, die nochmal eine Schippe drauf liegt, eben weil eine ganze Menge Last am Heck einfach fehlt. Super, ich danke dir vielmals für deine Zeit und wir sind gespannt. Und wenn ihr Interesse an so einem Rad habt, dann kommt gerne bei uns im Bikeshop vorbei. Und wir gucken mal, dass wir so ein Ding mal ranbekommen. Vielen Dank, Tom. Bis bald.